Moin, ich bin Andrew, bin Ausbilder bei der BLG und heute ist Leonard zu Besuch. Moin Andrew. Moin. Was steht an? Ja, du bist 2 Tage Azubi bei uns und wirst ganz viele Azubis kennenlernen und gucken, was die so im Alltag machen. Ich habe gehört, vielleicht darf ich Gabelstapler fahren? Ah, mit ganz viel Glück. Führst du mich hier heute rum? Nee, bei uns sind die Azubis die Experten und die übernehmen das heute. So, ja, ich habe dir auch schon deine Sicherheitsschuhe und deine Jacke hingelegt. Das sieht mal nach einem Outfit aus. Steht dir und sind wir bereit? Ja, aber sowas von. Stopp. Ja, herzlich willkommen in der Halle. Jetzt laufen wir zu einer Azubine und die wird dir dann zeigen, was wir den ganzen Tag lang so machen. Und dann kannst du vielleicht sogar mal richtig schön mit anpacken. Darf ich Gabelstapler fahren? Ja, das vielleicht auch mit Glück später, aber erstmal fangen wir an mit einem Packstück, was wir einfach umpacken, um mal zu gucken, wie du dich anstellst. Und wenn ich den Gabelstapler gut fahre, verlosen wir noch einen an die Zuschauer? Ich glaube nicht, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, eigentlich gleich null, aber erstmal bin ich gespannt, wie du dich auf den Stapler so anstellst. Ihr als Logistikdienstleister müsstet den ja vor die Haustür liefern können eigentlich. Ja, ohne Probleme. Ja, das ist Sarah. Wie du siehst, Sarah ist schon fleißig. Moin. Moin. Leonard. Und ich würde sagen, genug gequatscht, jetzt kannst du mal sehen, wie wir Packstücke verschließen. Das zeigt sie dir und ich würde dann sagen, dann kannst du selber mal Hand anlegen und gucken, ob du es hinkriegst. Ups. Genau, und jetzt einfach runterdrücken. Zu mir oder in die andere Richtung? In meine Richtung. Einfach komplett runter. Ah, okay. Jetzt kannst du es so weiter drücken und einfach wegziehen eigentlich. Ja, ist jetzt auch etwas locker geworden, aber das macht Übung. Okay. In dem Bereich war ich, glaube ich, in meinem 2. Durchlauf. Wir machen ja alle 4 Monate unseren Durchlauf. Das heißt, ihr könnt alle 4 Monate neue Seite des Berufs kennenlernen. Genau, also neue Bereiche. Jeder Bereich ist halt individuell, macht es auch ganz anders. Jetzt 13.30 Uhr. Wie lange arbeitest du schon heute? Seit 6 Uhr an. Also ich habe jetzt gleich Feierabend um 14 Uhr. Wir haben ja hier Schichtsysteme. Je nach Bereich ist es natürlich unterschiedlich. Manche machen noch 2-Schichtsystem, bedeutet Früh- und Spätschicht. Ja. Manche haben aber auch 3-Schichtsystem, heißt Früh, Spät und Nacht. Ja, und? Wie hat der Kollege sich geschlagen? Die Öse war nur ein bisschen lockerer. Okay, also eigene Einschätzung, kann ich ihn auf den Stapler lassen oder lieber noch nicht? Wenn man ihnen das richtig zeigt, wie das dann funktioniert, ja. Ja, dann bin ich gespannt und dann würde ich sagen, geht's ab auf den Stapler und ich bin neugierig, wie das so wird. Ich versuch's mal. So einsteigen. Genau. Der nächste Schritt ist anschnallen. Na, erste Karte. Genau, jetzt anschnallen. Parken ausmachen. Parken ausmachen. Zu dir ziehen leicht. Noch ein bisschen. Genau. Okay. So senkt man den ein bisschen, ne? Nach vorne. Nach vorne ist ein bisschen senken, ja. Da bist du ja wieder. Das macht echt Spaß, muss ich zugeben. Also. Und das Gefühl, meinst du, das könnte was werden, wenn du öfter fährst? Boah, das könnte was werden. Ich finde, ich habe mich ja jetzt schon ganz gut geschlagen. Ja, also doch wenn hervorragend. Ich das ein paar Tage mache. Dann bist du ein Vollprofi. Dann bin ich ein Vollprofi. Ja, so muss das sein. Ich habe gehört, unser Deal war ja, wenn ich es gut mache, verlosen wir einen Gabelstapler. Was ist daraus geworden? Was müssen die Zuschauer tun, um ihn zu gewinnen? Ja, erstmal ganz viel kommentieren, ist ja klar. Und dass wir einen Stapler verlosen, das wird wahrscheinlich echt schwierig, wie vorhin schon gesagt. Aber mich würde interessieren, ob du spontan bist und dir das zutraust, da vorne hinzufahren, einmal zu drehen und wiederzukommen. Wo muss ich drehen? Ja, hier vorne einfach. Du hast ja einen kleinen Radius beim Stapler und kannst dich auf der Stelle drehen. Also mit drehen. Der Palette? Ja, wieso nicht? Okay, und wenn ich das schaffe, verlosen wir 1 Stunde Gabelstapler fahren bei euch hier? Das machen wir. Okay. Jetzt kannst du links rum, vorsichtig, ja genau.
Ja, das sieht gut aus. Ja, ich glaube, da komme ich nicht drum herum. Das sah tatsächlich ziemlich souverän aus. Und da muss ich zugeben, das heißt, hast du die Wette gewonnen. Liken, abonnieren und kommentieren. Und ihr sucht euch dann jemanden aus, der mit seinen Leuten hier eine Stunde Gabelstapler fahren darf. Ja, hervorragend. Guten Job gemacht. Danke dir. Jetzt bin ich gerade das allererste Mal Gabelstapler in meinem Leben gefahren. Ich kann es mir schwer vorstellen, aber vielleicht könnt ihr das im Einsturm ja noch mit was toppen. Ja, ich würde sagen, wir fahren jetzt mal rüber und dann schauen wir, was deine PC-Kenntnisse so sagen. Ach, die werden kein Problem sein, arbeite ich jeden Tag nicht. Ja, da bin ich gespannt. Also eure Azubis drüben wirken jetzt ja sehr, sehr kompetent. Und ja, wenn ich so an mich denke, ich würde irgendwann gern in Berlin oder Hamburg studieren, irgendwie größere Stadt. Da sind sie auch größere, moin. Moin. Moin, moin. Größere Logistikunternehmen. Ja. Die vielleicht durch die Stadt dann irgendwie einfach interessanter für viele junge Menschen sind. Wie schafft ihr es trotzdem, Leute in Bremen für eine Ausbildung oder ein Studium bei euch zu gewinnen? Ja, du hast schon nicht ganz unrecht. Viele junge Menschen finden Berlin natürlich viel cooler und moderner als Bremen. Das können wir nicht ändern. Aber wir können gegensteuern, weil wir halt ziemlich gute Angebote haben, wie zum Beispiel Firmenfitness oder eine Übernahmegarantie. Unabhängig von der sehr guten Azubi-Vergütung, die wir haben, können wir halt den Azubis sagen zum Start der Ausbildung, hey, wenn du die Ausbildung fertig gemacht hast, hast du eine unbefristete Arbeitszeit bei uns und kannst bis zur Rente rein theoretisch bei uns arbeiten. Und bleiben die Leute bei euch dann? Oh, sehr lange tatsächlich. Also die, die auslernen, die Gesellen, wie man ja sagt, die sind bei uns echt mehrere Jahre, wenn nicht sogar bis zu ihrer Rente. Und wenn ich auf mich gucke, ich habe auch mit 16 die Ausbildung gemacht, bin 16 Jahre später heute immer noch hier, also so schlimm kann es nicht sein. Dann stelle ich dir ganz kurz Nina vor, unsere Azubine. Den Stuhl kannst du dir auch gleich schnappen. Nina Leonard, Leonard Nina. Ja, dann kannst du ihm quasi mal zeigen, was wir so bei der BG tagtäglich tun. Und du kannst ihn auch ruhig hart rannehmen, weil er nämlich gesagt hat, er weiß, wie das alles geht und kennt das alles. Ja, PowerPoint habe ich ja wohl in der Schule schon ein paar Mal gemacht. Da bin ich gespannt. Dann viel Spaß und bis später. Bis später. Und das macht ihr jetzt den ganzen Tag? Ja, das ist nur eine kleine Tätigkeit. Ich wollte dich jetzt am Anfang nicht so überfordern, aber ja, wir können das vielleicht ja einfach mal zusammen versuchen. Zahlen eintragen ist ja keine Herausforderung für mich. Na dann würde ich mal sagen, hier ist die Maus, hier ist die Tastatur. Die Zahlen müssen da rein. Okay. Bist du dir sicher, dass die Ausbildung am 2. September anfängt? Oh shit. So ist, glaube ich, besser. Und hier das E. So schwer war es jetzt ja auch nicht. Ja, mit ein bisschen Hilfe ist das immer alles ganz einfach. So, jetzt haben wir hier noch einen Termin. Dann müssen wir jetzt einmal in den Luftraum. Das klingt schon ganz cool eigentlich. Ja, wir müssen da eine Instagram-Story drehen. Oh, da will ich mich mal nicht überschätzen diesmal. Dürft ihr eigentlich von überall aus arbeiten als Azubis bei der BRG? Ja, also mobiles Arbeiten ist auch für uns Azubis möglich. Und ich habe gehört, ihr verdient schon im ersten Ausbildungsjahr 1000 Euro? Ja, nicht nur das, wir haben auch noch Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Und das war einer der Gründe, warum du hierher gekommen bist? Ja, nicht der ausschließliche Grund, aber es ist natürlich nicht ganz uninteressant als Azubi. Verstehe. So, wir haben ja die Aufgabe bekommen, beziehungsweise ich hatte die Aufgabe, eine Instagram-Story zu machen. Aber da du ja der Profi heute bist, kannst du das klar, ja übernehmen. Ich versuche mich mal. Darf ich die da hinten machen? Darf ich mir aussuchen, wo? Oder? Wo du willst. Ich stelle mich dann einmal kurz vor und versuche, eure Follower auf meinen Account zu locken. Ich bin heute hier 2 Tage Azubi bei der BRG und das Management des Instagram-Channels ist eine meiner Aufgaben. Ist das so okay für euch? Ja, wenn du damit zufrieden bist, das ist ja deine Aufgabe heute gewesen. Gut, dann poste ich das jetzt. Ja. Hier seid ihr. Ich dachte, du arbeitest. Ich arbeite, ich kümmere mich um eure Follower auf Insta. Ah, Instagram, ja, auch nicht schlecht. Gehört auch mit zu den Aufgaben, ne? Ja, Nina, danke schön. Wenn du willst, kannst du wieder durchstarten, quasi wieder richtige Arbeit machen. Das, was wir für ihn vorbereitet haben, war ja so ein bisschen Larifari, von daher kannst du ruhig durchstarten und ja, danke schön. Danke für deine Zeit. Ja, gerne. Ja, wie war der Tag? Hat es dir gefallen bei uns? Hat Spaß gemacht. Also, wenn ich so in meinem Umkreis gucke, wollen viele möglichst flexibel sein, so im jungen Alter, um was zu erleben. Mhm. Und da studieren viele dann zum Beispiel in Teilzeit, um eben mehr freie Zeit zu haben.
Gibt es das bei Ausbildung auch? Ja, es gibt ein paar Sachen, die sind fix. Das ist Berufsschule zum Beispiel, zweimal in der Woche. Aber die anderen Tage können wir relativ flexibel gestalten. Das heißt, man guckt, ob man vielleicht später anfängt oder früher aufhört. Okay, dann bin ich mal gespannt, wie es beim Berufskraftfahrer morgen aussieht. Der hat wahrscheinlich nicht so einen schicken Besprechungsraum und ein eigenes Office. Hat er nicht, aber er hat ein eigenes Office rein theoretisch schon. Er sitzt ja im, keine Ahnung, schönen Mercedes, hat dann quasi einen neuen LKW und das ist sein kleines Büro.